Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session von Let's Play Together Vampire the Masquerade Bloodlines. Mit mir, dem Vampire Girl 3672 und dem lieben Lars. Hallo Lars. Hallo Vampi, hallo liebe Leute da draußen. Ich bin der Viperfan 19911 und wir zocken jetzt zusammen weiter Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, liebe Leute, wir sind zuletzt stehen geblieben in Skyline Apartment, wo wir ziemlich verwirrend dabei waren, uns hier erstmal zurechtzufinden. Ich glaube, mir ist sogar der Code für diese Tür wieder eingefallen. Den bekommt man normalerweise nur... Scheiße, war doch falsch. Okay. Den bekommt man nämlich normalerweise nur, wenn man sich unten an dem PC des Hausmeisters zu schaffen macht. Aber da wir ja da leider nicht hinkommen... Weil der ja leider im Weg ist, müssen wir es uns anderweitig aneignen. So. Ich meine, in der 6. Etage war die Quest für die Blutpestträger, die wir ja auch noch erledigen müssen. Genau. Sowieso eine sehr geile Quest mit den Pestträgern. Oh ja. Ja, das fängt gleich super an. Ich glaube, wir müssen kurz nochmal ins Kanal. Fängt gleich klasse an, also wir sind wieder mal super vorbereitet, liebe Leute. Ah, 1203, okay. 1203. Und die Tür ist offen. Sehr schön. Wieder eine sehr düstere Stimmung. Es gibt übrigens eine kleine Änderung, liebe Leute. Und zwar, vorher konnte ja die liebe Vampi, die konnte ja nur einen kleinen Teil meines Bildschirms sehen. Aber da ich ja jetzt eine neue Webcam habe, ja, ihr hört richtig, ich habe mir eine neue Webcam geholt, wieder einmal. Und eine stärkere noch dazu, denn jetzt kann sie den ganzen Bildschirm sehen. Ja, das ist voll cool. Jetzt kann sie alles sehen, was wir hier treiben. Und da liegt ein Mädchen. Sprechen wir sie mal an. Oder sie spricht uns an. Hey, you're not Paul. Who are you? What are you doing in here? Tja... Wir sind bitte mal. Okay. Oh, ja, was nehmen wir denn mal am besten? Ich würde sagen, wir sollten... Zweite Antwort? Weil dann zweite Antwort, ja. Ja, genau. Okay, dann Paul hat mich geschickt, ich bin Arzt. Du hörst dich ziemlich krank an, Hannah. Was ist los? Really know. I've taken all kinds of medicine, but I can't seem to get rid of it. I feel like I got a fever and a sore throat. I'm real weak. Can't seem to get out of bed. What day is it? I can't remember. Oha. Klingt ziemlich übel. Woher hast du es? Well, I think I got sick from one of my clients. I was feeling fine until I saw her a few days ago. Und wer war dieser diese Kundin? She was just a woman who called. Oh, einfach nur eine Frau, die angerufen hat. She found my ad in the newspaper. Usually only do business with referrals, you know, but she was offered a lot of money. Na gut, hat sie dir ihren Namen genannt? Her name was Jezebel. Jezebel Locke. Interessanter Name. Jezebel Locke. Ja. Jezebel, die alte Locke. War sonst noch etwas Ungewöhnliches an ihr? Irgendetwas? Ja, I mean, I think so. Ja, ich meine, ich glaube, ja, was denn? Everything's a little blurry, you know? I mean, I'm not usually, you know, into women, but I remember feeling so attracted to her. I thought she was the most beautiful woman I'd ever seen. Yeah. Well, the next thing that's is when I woke up the next morning. I've been feeling too well since then. To tell you the truth, I have other friends who've worked with her, and they're not doing so hot either, you know? Ja, aber ich sag mal so, also wenn ich eine schöne Frau sehen würde, dann Prostituierte hin, Prostituierte her, ich würde es trotzdem nicht mit der machen, wirklich. Naja, aber wenn sie dir schon unterbewusst, wenn sie dich schon unterbewusst verführten, das können Vampire ja,
durchaus. Dann, ja, bleibt dir ja praktisch nichts anderes übrig, ob du es willst oder nicht. Ja. Tja, wo hast du sie getroffen, Hannah? Wo ist Jezebel Locke? She had a room at the Empire Hotel. I can't remember the number. Hey, are you sure that Paul's okay? He's not sick, is he? Sollen wir ihr die Wahrheit sagen oder sollen wir sie anlügen? Nee, also sie stirbt ja sowieso, da sollte sie friedlich sterben und sich keine Sorgen machen. Paul geht's gut, Hannah, also, mach dir keine Sorgen. Wir sollen sie also belügen? Ja, finde ich besser. Okay. Okay. Na gut, wir kriegen einen Erfahrungspunkt. He's a nice guy. I hope he calls me again sometime. Das wird er sicher, Hannah. I hope so. I really do. Ja, wir haben's verstanden, Mädel. Ruhe in Frieden, Hannah. Ich gehe und kümmere mich um Jezebel Locke. Mensch. Gewonnene Menschlichkeit. Ja, siehst du, die hätten wir nämlich nicht bekommen, wenn wir ihr die Wahrheit gesagt hätten, glaube ich. Ich habe ihr immer die Wahrheit um die Ohren geknallt. Du böser Typ, du. Ja, ich kann nicht anders. Es liegt in meiner Natur. Nein. Manchmal lieber eine Lüge sagen, die ein Lächeln hervorzaubert, anstatt die Wahrheit, die eine Träne entlockt. Ja, naja. Ach komm, das habe ich so schön gesagt, ne? Also stimm mir doch einfach zu. Hast du? Ja, ja, das bezweifle ich ja auch nicht. Bloß den Inhalt bezweifle ich so ein bisschen. Wieso? Was ist das so? Genauso wie, dass man Kindern nicht so frühzeitig sagen sollte, dass der Weihnachtsmann nicht existiert, sonst werden sie ganz traurig. Naja, es sei denn, sie glauben von Anfang an nicht daran. Das kann ja auch durchaus sein, dass Kinder von sich aus das durchschauen können. Boah. Ich probiere jetzt mal was. Ich werde ihn jetzt mal manipulieren und dann werden wir mal runtergehen in den Hausmeisterraum. Hattest du jetzt gerade vorher gespeichert? Ich habe vorher gespeichert, ja. Okay, das habe ich jetzt nämlich nicht gesehen. Okay. Ja, das ist ja eine kleine grüne Schrift, da kann man das nicht so gut sehen. So, und dann werde ich jetzt nämlich mal gucken. Weil hier gibt es nämlich noch ein Apartment, darin wohnt eine reichere Dame, die können wir nämlich ausrauben. Beziehungsweise dessen wertvolle Gegenstände an uns bringen. Wenn ich das denn jetzt mal richtig eingebe. Das ist die Bedingung. Also hier muss man das wirklich hundertprozentig exakt eingeben, weil sonst nimmt er das nicht. Und er nimmt es immer noch nicht, die Sau. Dann hacken wir erst einmal. Und unser Hacking ist nicht mal hoch genug. Das ist super. Also das hat sich richtig gelohnt, deswegen würde ich sagen, einmal schnell laden. Ja, das können wir also nicht machen. Okay. Dann gehen wir erstmal raus, weil so sparen wir uns ein paar Blutpunkte. Und dann werden wir uns jetzt erstmal ins Empire Hotel begeben. Und uns um diese Jezebel kümmern. Oh ja. Wollen wir vorher noch mit den Obdachlosen reden? Das können wir danach machen, weil das ist ja der zweite Bestandteil. Also jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Ja, gespoilert, scheiße. Denn, liebe Leute, diese Quest mit den Pestträgern besteht nämlich aus zwei Teilen. Und die Quest mit Jezebel ist nämlich nur ein Teil dieser Quest. Ja. Ja. Der Ursprung des Übels liegt ganz woanders und der ist nicht leicht aus der Welt zu schaffen. Das stimmt. Das stimmt. Also das ist wirklich ein... Ah, guten Tag, Herr Polizist. Machen Sie Ihre Arbeit. Yes? May I help you? Haben Sie einen Gast namens Jezebel Locke? Genau. Yes. Miss Locke is one of our more... beliebteren Gästen. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ich brauche Ihren Zimmerschlüssel. I can't do that. It's against hotel policy. Hören Sie, ich muss wirklich in Ihr Zimmer... Genau, das wollte ich gerade vorschlagen, dass wir das auch nehmen. Natürlich, es tut mir leid, Sir. Oh, dieses Arschloch, ey. Ja, unsere Überzeugungskraft ist noch nicht hoch genug. Ich verstehe, ich wünsche einen guten Abend. Ja, Arschloch. Wir sind trotzdem freundlich. Ich glaube, wir können wir hier hinten reingehen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie wir uns trotzdem die Karte ziehen können. Ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist. Zu
Weeden. Und wieder Hecken angesagt. Und das kriegen wir hin. Also als Verführungsvampir kann man ihn sonst einfach auch halt verführen. Dann gibt er einfach auch die Schlüssel. Ja. Ja, das war ich. Ja, ich weiß, du stellst dich ja schon an wegen dem Polizist am Anfang. Was heißt anstellen? Hallo? Das war ein bisschen übertrieben. Ich meine, ist ja okay, dass du dich mit dem Polizisten flirten wolltest, aber hallo? Ist auch kein Weltuntergang. Die Königin-Suite ist an einen Herrn vermietet worden. Okay. Brooklyn-Suite. Da haben wir sie. Die Brooklyn-Suite. Jezebel Locke. Gebucht bis nächsten Monat. Meine Güte. Gästedaten. Hier nochmal Hacken. Macht. Super. Das ist ein geniales Passwort. Locke J. Nichts. Super Eintrag. Das ist der geilste Eintrag überhaupt. Genial, Leute. Chekhov. Ich glaube, das ist der Angehörige einer Verbrecherorganisation. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Pay-TV. Oh, ja, gut. Okay. 10 Hummer und ein Steak $80. Ja, das interessiert uns eher weniger. Gut, dann können wir hier rausgehen. Aber ich meine, hier gab es auch noch ein Dokument. Hi, Tom. Wenn wer eine Ersatzkarte braucht, hol dir erstmal den Namen der Suite aus dem Computer. Gute Nachtschicht wünsche ich, Peter. PS, das Passwort ist Wohlstand. Ja, das haben wir ja schon geknackt. Ja, toll, das hätten wir doch mal vorher gucken können. Ja. So, jetzt haben wir einmal diesen Drucker hier benutzt und wir haben jetzt die Karte für Jezebel Locks Zimmer. Und wir kriegen einen weiteren Erfahrungspunkt. Das ist sehr schön. So, und soweit ich weiß, war sie in der 4. Etage, wenn ich mich nicht irre, oder in der 5. Nee, 4. Wir können nur in die 5. oder in die 6. Das ist das Problem. Das sind aber doch was von 4 am PC. Ja, hatte ich auch gelesen. Ich werde jetzt nochmal kurz schnell speichern. So, obwohl er ja auch schon automatisch gespeichert hat. Na, vielleicht macht er ja gerade wieder irgendeinen Zimmerbesuch. So, und dann können wir hier... Ah, da ist sie. Ja, wir haben sie. Oh, yeah. Durch die Wand durch. Geil. Ja, du kannst sie ja komplett sehen. Ne? Du siehst ja alles jetzt. Ich kann sie komplett sehen. Dann bist du wohl Jezebel Locke, oder? Du alte Locke. Was? Leckerbissen? Leckerbissen? Dirty little things. Won't you come into my parlor? Jezebel, du geile Sau, ey. Du notgeile Sau, besser gesagt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das wohl eher. Du bist sehr zum Attraktiven, das sagen wir nicht. Was zum Teufel geht hier vor? Dass du immer so nett sein musst. One way or another, you and du bist viel zu lieb für diese Welt. Nein. Alles gut. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber naja. Warte ab, bis du zu mir kommst. Dann bin ich böse. Ja, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Nee, besser nicht. Bevor hier noch Gerüchte aufkommen. Ja. Oder in die Kommentare schreiben. Eieiei. Ja, genau. Ja, schön. Werde ich dann auch tot enden wie Hannah und ihre Freunde? Vor allem, da es nur ein Freund war. Da hätte er gesagt, mehrere ihrer Freunde für sie nicht wohl, deswegen. Stimmt auch. Oh, will they not share it with the rest of those who revel in the pleasures of the flesh? Du bist ganz einfach total krank. Zeit, dich von deinem Leiden zu erlösen. Wow. Kommt sie rausgeschreckt? Das war auch nee, ich glaube, sie ja, wir sind ja gar nicht erst reingegangen. Ich glaube, die bleibt auch nur in dem Zimmer drin. Übrigens, bevor ihr euch wundert, warum die Erde so bebt, das liegt daran, weil sie ihre tolle Vampirgesetze nutzt. Deswegen bebt die Erde. Also es liegt nicht daran, weil ich hier gerade irgendwie alles durcheinander bringe, aber... Ja, wir verprügeln sie mit unserem Katana. Burn, baby, burn, burn.
Ja, schön. Abgestochen. Und tot. Ja, sie ist tot. Das Messer können wir aber nicht nehmen. Okay. Wir kriegen nur einen Erfahrungspunkt. Nein heißt ja, nein. Und nun ist sie tot. Ja, nun ist sie tot. Ist halt so, ne? Ja.